Yes, Baby. Nein! Oh, du schöner Mensch. Du bist ein schöner Mensch. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Spielchen Battlefield 3. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir werden, wie ihr es gerade seht, ja, und wie schon erwähnt, Battlefield 3 spielen. Auf der guten Map Noscha Kanäle. Ich möchte dazu sagen, ich bin nicht der allerbeste Battlefield 3 Spieler, aber egal, wir gehen einfach mal rein. Ich habe einfach Spaß bei dem Spiel. Ich muss erstmal mich daran gewöhnen, wie das hier geht. Ja, Medipack. Okay, ich habe irgendwie eine richtig schlechte Waffe, hätte ich mir mal auswählen wollen. Eine richtig gute. Und wir gehen mal hier rein. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ey. Okay, nein, hier. Zack, irgendein Wiederbeleben. Weiter geht's. Wir rennen mal hier durch die ganzen Kanäle. Oh, da geht's los, da geht's los. Nein, Granate. Okay. Oh, okay, die Waffe ist irgendwie richtig behindert. Wir wurden schön umgebracht. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, dass ich dieses Spielchen spiele. Und wir nehmen irgendeine andere Waffe, die mir gefällt. Also ich mag die hier zum Beispiel ganz gerne. Und die Vibrator und alles. Und dann machen wir einfach mal beitreten und weiter geht's. Ja, wenn ich hier so richtig viel failen werde, dann verzeiht mir das mal bitte. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem gemeinsam Spaß haben. Da war wer, oder? Wow, was lag? Wieso lag der auf dem Boden? Ah! Oh, wir jumpen mal hier hoch. Und rennen dann hier runter und beleben dann wieder. Ja, ich bin so der leidenschaftliche Sanitäter bei diesem Spielchen. Ich belebe ganz gerne die ganzen Kollegen hier wieder und glänze nicht so sehr durch mein Talent im Schießen. Also ich bin eher so der Unterstützer und ich spiele auch nur Spaß. Da gibt es ja einige, die sind richtige Pros und sterben nie und machen 1000 Kills. Aber ich habe eigentlich nie eine positive, hier so ein positives Ranking. Also ich sterbe öfter, als ich andere umbringe. Aber dazu muss man sagen, das ist ja bei Battlefield das Schöne, wenn man zum Beispiel jetzt, okay, in diesem Fall nicht, aber wenn man Conquest spielt und ist nicht auf die, da seht ihr es mal wieder, also ich brauche ein halbes Magazin, ich brauche ein ganzes Jahr und dann sind wir tot. Ein ganzes Magazin, bis ich einen umbringe, wenn überhaupt. Und was ich sagen wollte, wenn man zum Beispiel Conquest spielt, also Eroberung, dann ist es gar nicht so wichtig, dass man viele Leute umbringt, sondern es kommt darauf an, taktisch zu sein und ja, die Punkte zu erobern. Und deswegen, aber jetzt spielen wir Team Deathmatch, das heißt, es kommt eigentlich auf die Tode an. Aber egal, wenn unser Team verliert durch mich, ist nicht so schlimm. Der backt ja richtig vor sich rum, okay. Der hat sich irgendwie, oder bei mir hat es gelaggt, okay, tut mir leid, bei mir hat es gelaggt. Ah, okay, ich wollte wieder leben, schade. Granata! Wow. Nein! Wie macht man nochmal Messer-Attack? Leute, schreibt es in die Kommentare. Auf F? Ja, zack. Gut. Wir machen Granate, geh, ne? Oh, ich bin richtig raus aus dem Spiel. Also ich habe das schon seit einigen Wochen nicht mehr gespielt. Aber ich dachte mir so, die ganze YouTube-Weltgemeinschaft spielt jetzt. Ihr seht's, ey. Ich kann das Spiel einfach gar nicht. Naja, die ganze YouTube-Welt spielt dieses Spielchen, Battlefield 4. Ist ja jetzt rausgekommen, ich glaube in der Open Beta. Und wir trotzen einfach mal dagegen. Und spielen das gute Spiel Battlefield 3. Und das ist ja auch noch ein Megaspiel. Und ich muss sogar sagen, ich erkenne, und ich habe Battlefield 4 noch nicht gespielt, aber so von der Grafik und so, ist das jetzt noch nicht unbedingt so der Megatrumpf. Oder was meint ihr? Also, okay, ich kann mir da nicht so die Meinung nehmen. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Und schön von hinten irgendwo reingeknebelt. Ich gucke auch gar nicht auf meine Statistik, weil mir ist das eigentlich schon egal. Ich spiele hier nur, das macht mir einfach Bock. Und manchmal braucht man das so ein bisschen Krieg. Also Krieg ist ja an sich nicht schön. Ah, sehr gut. Mal wieder einen umgebracht. Krieg ist ja nicht schön, aber manchmal dieses ganze Rumgeballere, das macht schon Spaß mit anzugucken. Ja, ein bisschen rumgeleckt wieder. Oh. Wow.
Wow, also im One gegen One bin ich eigentlich immer schön tot. Ich kann's eigentlich, ich hab's eigentlich nur drauf, wenn ich von hinten wie ein Feigling komme und ihn schön ins Genick schieße. Also noch ist das ganze Spiel recht ausgeglichen. Ich sehe jetzt unten links diese Leisten. Ich glaube, die müssen komplett runter sein oder komplett voll. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Wow, einfach in die Masse schießen. Yes, Baby. Nein! Oh, du schöner Mensch. Du bist ein schöner Mensch. Wir wollen ja nicht fluchen auf meinem Kanal. Das ist ein, wie heißt es? Ein jugendfreier Kanal. Also von daher, obwohl Battlefield 4, das ist, 4, 3. Ist jetzt nicht unbedingt ganz jugendfrei, aber ich weiß gar nicht. Ist ab 16? Ab 18? Ich komme hier nicht hoch, Mist. Und wir laufen, und wir laufen. Und gleich schießt mich einer von hinten. Da war einer. Alle Mann weg hier, das ist eine Granate. Wow. Medipack. Nein, nein, stirb. Ja. Und da werde ich wiederbelebt. Also es gibt Kollegen, die sind richtig nett. Okay, wir flüchten mal hier schnell oben in den Container. Okay, wir sliden da ein bisschen dran vorbei. Schade, schade. Aber Hilfe bei Kill. Hilfe durch Kill bei Niederhaltung oder so. Wir nutzen mal dieses Spawnbag, wo auch immer die kommt. Vielleicht fliegen wir irgendwo runter. Okay, oh, oh. Was ist das denn? Interessant, interessant. Sehr interessant. Wir jumpen mal runter. Und da war doch einer. Er läuft weg. Schön. Schade, Mann. Ich wollte auf die Pistole wechseln. Machen. Naja, egal. Just for fun. Ohne Spaß kein Fun. Denkt daran. Und, oh nein, ich wollte doch gar nicht wieder hier spawnen. Und hier ist so ein schöner Sniper. Und da könnt ihr den wegsnipern. Oh, das ist gemein. Hier oben will ich nicht sein. Oh, schön gemessert. Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und abonniert mich, wenn ihr Bock habt. Vielleicht mache ich noch öfter so ein paar Battlefield-Videos. Aber ich spiele auch noch ein bisschen weiter, also keine Sorge. Ich will es immer nur erwähnen. Okay, da war doch was. Und da kommt einer. Nein! Ich bin ein mieser Unzieler. Ich kann einfach nicht zielen, Leute. Vielleicht gibt es da irgendwelche Trainings oder so. Zufälliger Spawnpunkt. Bitte beitreten. Ach, das Spiel macht echt Spaß. Schade. Drecke. Und Wiederbelebung. Erstmal Leben nehmen und danach Leben geben. Ah! Okay, 2 gegen 1. Da war logisch, dass ich sterbe. Kein Ding, wir machen einfach weiter. Und dann rennen wir hier hin. Ich lecke, ich lecke, ich lecke. Boah, voll rumgeleckt. Und wieder, es leckt richtig. Es kann natürlich sehr gut sein. Denn ich lade gerade was hoch bei YouTube nebenbei und dann ist ja... Oh, eine Granate, ich bin hier weg. Und da war ich tot. Ja, wie gesagt, also ich lade was hoch bei YouTube, damit ihr immer schön Videos von mir habt. Und deswegen, die Internetverbindung wird wahrscheinlich ein bisschen strapaziert sein. Aber kein Ding für uns. Okay, also ich sehe schon... Stirb! Schade. Aber einen haben wir. Noch einen? Cool. Ja, also was ich sagen wollte... Oh, Wasser. Unten links die Balken, die füllen sich langsam mit den Zahlen. Und wir sterben einfach mal aus der Entfernung. Das ist ja auch ganz schön, mal von hinten so richtig schön durchlöchert zu werden. Wir starten einfach wieder ins Spiel hinein. Und das Spiel ist auch, denke ich mal, schon bald vorbei. Aber mir hat es Spaß gemacht. Mir macht es auch immer noch Spaß.
Granate. Stirb! Alter, ich hab die ganze Zeit so bam, 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 bam. Wenn ihr jetzt wieder umbringt, ne, dann gibt's Punkte. Hallo Freunde, wir machen mal so. So, eine Granate einfach reinwerfen in die Mitte und dann renne ich da rein wahrscheinlich. Boom, das war meine, glaube ich. Da kommt jetzt wer. Und vorbei das Spielchen! Okay, jetzt werden wir meine Statistik mal... Dein Team hat verloren, sehr gut. Wahrscheinlich wegen mir. Ist mir egal. So, wir sehen 10x16 und ich muss persönlich sagen, für mich, das ist gar nicht mal so schlecht. Dadurch, dass ich die ganze Zeit gelabert habe und das ist mein erstes Mal Battlefield 3 als Let's Play und ich muss die ganze Zeit labern und 10 mal irgendwen umgebracht und 16 mal gestorben, das ist für mich persönlich sehr gut. Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und lasst eine Bewertung da, Daumen hoch oder so. Abonniert mich, vielleicht mache ich so ab und zu mal so ein bisschen Battlefield. Also das wird jetzt kein regelmäßiges Let's Play. Und bis dahin, euer Philly Boy. Bleibt mir treu.